Ja, vielen Dank fürs Zuschauen beim letzten Mal und willkommen zurück zu einem erneuten Video aus meiner Trials of Mana Let's Play Reihe. Beim letzten Mal haben wir uns in den Dschungel der Illusionen vorgewagt, Dschungel der Visionen heißt das Ding, sorry. Und dort haben wir dann auch tatsächlich den Mana-Stein der Dunkelheit gefunden. Und den letzten Benevodon im Kampf bezwungen. Leider war das alles eine Falle unserer Feinde, denn die haben danach die Kraft aller Benevodons, die wir besiegt haben, absorbiert und sind nun ein wenig stärker und cool. Ja, mir ist auch noch eingefallen, wir haben noch von dem letzten Benevodon einen Skill gekriegt. Mal gucken, ob ich den noch irgendwo finde. Dachte ich eigentlich. Oder auch nicht. Nee. Ja gut, dann geht's noch einmal weiter. Oha, hier kommt auch noch irgendwas wahrscheinlich. The mirror? Oh, you mean this? Wie schleppst du denn eigentlich mit dir die ganze Zeit herum? Keine bösen Fragen stellen, it's magic. Too bright! Aha. Oh, you saw through my trick. I was going to take you all out. Quiet! After all, you destroyed the Benevodons. I'm afraid you're of no use to us now. Oh, but you are in for a treat. With all 8 powers combined, the masked mage can now consume the Benevodon's essence completely. I can hardly wait to behold his monstrous shape. Oh, I'm so sorry you won't get to see it. Uh-huh. Why, you ask? Well, because I'm going to dispatch you all and suck up your soul. I don't have anything to say to you. Weep. Just what we see! I want him back! Now! Oh, keep this, keep that! Is that all you can say? I'm tired of listening to your whines and moans. Shall I help you shut that annoying mouth of yours? Der Seelenfresser. Ah, sie ist gesilenced. Ach, jetzt. Na komm, Kali. Danke. Okay, er hat natürlich auch die Lichtmagie als Schwäche. Um,
machen wir uns den doch mal auf die Q2. So. Hüpft so dämlich rum. So, einer weniger. Ups. Hey, what are you doing? Are you okay? No. It must have been something that guy did. I'll help. Holy bull! You'll regret it. Which is the real? Well done. Hoho. Luna, don't keep me waiting. You'll regret this. Holy bull. Holy bull. Okay, der ist gar nicht so schwer. Er mag Charlotte auf jeden Fall nicht besonders. Und jetzt noch einmal Kevin. Na komm, 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 komm. Das müsste es wahrscheinlich gewesen sein. Ja, fast. So, das war's für den Seelenfresser. Erfahrung. Ich hoffe nicht. Ah, das war die neue Fähigkeit. Nach dem gibt's die. Okay.
Da haben wir auch die letzte Kiste. So, sehr schön. Damit sind wir aber hier voll durchgelevelt. Hier auch und Todesstoß. Mit 30 Uhr. Nehmen wir den doch mal. Seelenschlucker. Das klingt doch gut. Oder haben wir Sieges-MP2? Nein. Machen wir es mal so. Da unten war auch die Statue. Und ja, auf in den Palast der Illusionen. Mirage Palace, huh? Smells evil. It's a little scary, but I'm not leaving without heat. Eine Blutfontäne oder ein Blutbrunnen, sehr schön. Okay, danke für den Hinweis. Ich würde sagen, dann durchsuchen wir den Palast der Illusionen beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!